Ah doch, hier, untote Bannstufe 1 und untote Bannstufe 4. Also ich habe immer... Also als Paladin hat man untote Bann 3 Stufen... 2 Stufen niedriger als... Als Priester. Blöd ausgedrückt. Ich bin hier, also, in Ordnung. Also ein... Ja, die zwei Händer nehme ich mit. Erstklassiges Langschwert, das nehme ich auch mit. Bastardschwerter nehme ich auch mit, aber so... Was ist das hier noch? Noch ein erstklassiges Langschwert, aber... Okay, der erstklassige Streitkolben kommt auch noch mit. Aber andere Sachen jetzt nicht unbedingt. So, sie hat hier ein normales und hier ein erstklassiges. Wenn ich ihr das hier gebe, dann hat sie zwei erstklassige Langschwerter. Was ist los? Okay, das ist ein normales Langschwert, aber du? Du siehst aus, als hättest du einen erstklassigen Streit wollen. Gewiss. Jawohl, ist das alles? Ja, weil die erstklassigen Sachen, die sind. Okay, der Kriegshammer jetzt nicht unbedingt. Woran hast du gedacht, wenn es dein Wunsch ist? Ah, da war ein Fragezeichen. In dieser Nische stehen 6 kleine Bronzestatuen. Einer in einer oben gehüllten Figur. Ja, einverstanden. Ja, dieser blutbedeckte Tisch verrottet langsam. Sieht aus, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Ich höre, wenn es sein muss. Okay, hier ist keine Falle dran. Eine Fallen finden, Schriftrolle. Okay. Was ist los? Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. So, dann gucken wir mal. Tag. Und nochmal Tag. Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist verwirrt! Nicht den Magier. Au, au, nicht den Magier hauen. Das ist nicht so schön. Höre. Wie kann ich helfen? So, da Hände auflegen, jetzt ein bisschen schwächer, weil ein bisschen schwächer ist als normale Heil. Ich leichte Wunden heilen. Kein Problem. Normales Langschwert. Das Beil brauchen wir nicht unbedingt. Was? Ich tu's. Dieses Regal ist längst zu Schutt verfallen. Alles, was darin gelegen haben mag, ist dem Zar der Zeit anheimgefallen. Okay. Das heißt nur... Hier oben gibt's was. Trank und ein Heiltrank. Mamas Tee. Okay, Mamas Tee ist nicht gar nicht mal schlecht, wenn wir einen mit Krankheiten haben. Kein Befehl. Einverstanden. Oder wir verkaufen Mamas Tee einfach. Was ist los? So soll es geschehen. Wow, wow. Ja, gewiss. Mögen die Götter mich schützen! Ich mach so schmerzlos wie Bien überhaupt kein Problem. Sag, was du von mir willst. Ich schlag dich in Stücke. So soll es geschehen. Wie kann ich helfen? Gewiss. Okay, den Zombie haben wir erwischt. Ist das alles? Was hattest du dabei? Nur ein Kurzschwert. Okay. So soll es geschehen. Dein Befehl. Kommt her, wenn ihr euch schlagt! Das ist auch Goblin leicht! Was?
den Stecker. Ja. In Ordnung. So, noch zwei Tote. Sag, was du von mir willst. Immer bereit. Ist das alles? Was habt ihr dabei? Kriegs haben wir nicht unbedingt, aber der erstklassige Streitkolben. Was ist los? In Ordnung. Little Tümpel steht eine übel riechende schwarze Flüssigkeit. Die Oberfläche kräuselt sich, als würde etwas versuchen, an die Luft zu drängen. Ja, wahrscheinlich Teer. Diese Öffnung sieht wie den Knochen unter der Toter vollgestopft. Es scheinen Menschenknochen zu sein. Diese Nische ist leer. Nicht so darauf hin, dass sie je benutzt wurde. Genau, das dachte ich mir. Okay, Falle. Einverstanden. Falle zugeschnappt. Ist das alles? Die Götter mich schützen! Kann ich. Ich werde mein Bestes geben. Euer Ende ist nah! Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Brauchst du mich? Dein Befehl? Ich also. In Ordnung. Auf dem Vorwärts! Zum Sieg! Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Ja. So, eine Heilung wäre nicht verkehrt. Jawohl. Gut. Noch ein Streitkolben. Ein Bastardschwert. Wie gesagt, das ist doch ein bisschen was wert. Na gut, das Langschwert ist nicht unbedingt. Die Streitaxt kann liegen bleiben. Was, wenn es dein Wunsch ist? Wir haben die Falle aber doch entschärft gehabt oder sind auf dem Boden noch Fallen gewesen? Na, wie auch immer, Gold. Nehmen wir einfach mal alles mit, was da ist. Schutz vor dem Bösen, das sind zwei Dinger. Infravisionstrank ist nicht viel wert eigentlich. Ja gut, Infravisionszauber ist auch nicht so besonders. So, Kettenhemd plus 1. Schienenpanzer. Kettenhemd. Die Sache ist, die ein Schienenpanzer wiegt 40, ein Kettenhemd wiegt nur 20. Ich könnte theoretisch auch ihr. Aber da sie weniger tragen kann, gebe ich ihr das Kettenhemd. Und lege ihr den Schienenpanzer an. So. Ist hier sonst noch was? Nein. Sag gewiss. Das heißt, mit der Krypta sind ist etwas wir nicht in Ordnung? Auch fertig. Können Sie noch mal heilen? Mortis. Sie ist ja gut angeschadet. Wie kann ich einverstanden? Gewiss. So, wir haben jetzt Tag 5, Stunde 16. Das heißt, noch zwei Tage ungefähr, dann können wir uns den Yeti, die Yeti-Rüstung abholen. Jetzt aber erstmal hier rein. Terik. Ihr seid hier nicht willkommen, macht, dass ihr fortkommt. Wer seid ihr? Ich bin Terik. Meine Brüder und ich schützen diese Krypta gegen Eindringlinge. Was ist diesen Ort? Warum bin ich hier nicht willkommen? Ihr seid kein Gläubiger. Nur Anhänger des Glaubens darf diesen... Nur ein Anhänger des Glaubens darf diesen Ort betreten.
geht. Was ist das für ein Glaube, von dem ihr spricht? Myrkul, der Gott der Toten, herrscht hier. Bekennt euch zum Myrkul, werdet ein Mitglied der Bruderschaft, dann seid ihr willkommen. Andernfalls verlasst diesen Ort. Ein Untoter werden, meint ihr das? Ja, bekennt euch zum Myrkul. Werdet ein Mitglied der Bruderschaft und verlasst diesen Ort. Ich suche das Böse, das Kuldaha quält. Könntet ihr es sein? Kuldaha, der Same, sagt mir nichts. Ich weiß nichts über Kuldaha. Sucht woanders, verlasst diesen Ort. Wenn ihr nicht dafür verantwortlich seid, wer dann? Ich weiß nicht. Ich bin diese Fragen leid. Verlasst diesen Ort. Ich habe nicht die Absicht zu gehen. Dann müsst ihr sterben. Schließt Frieden mit eurem Gott in der kurzen Zeit, die euch noch auf Erden bleibt. Brüder, tötet die Eindringlinge. Dein Befehl? Ja? Ja? Gab es einen Quicksave, als wir hier reingegangen sind? Scheinbar nicht. Vorwärts zum Sieg! Jawohl! Ich werde tun, was ich kann. Ja. Schade. Sag, was du sofort. Der wollte dich mit sich reden lassen. Vita Mortis. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Was hat er gedroppt? Ein erstklassiges Bastardschwellentrank. Okay. Erstklassiges Bastardschwert ist gut. Trank, was für ein Trank? Trank der Handlungsübertragung. Charisma permanent plus 1, Geschick permanent minus 1. Nee, negative Geschicklichkeit ist da nicht so toll. Nee, den Trank, den können wir verkaufen. Wäre es was anderes? Dein Befehl? Okay, das Gewiss. Hier ist, glaube ich, die letzte Gruft. Es soll geschehen. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass die Waffen unwirksam sind. Kann ich helfen? Brauchst du mich? Göttliche Macht wird da nicht helfen. Oh, Quickslots. Wie lautet deine Aufgabe? Gott sei Dank haben wir das. Sag, was du von mir willst. Ist etwas nicht in Ordnung? Oh, sie kann, während das Ding an ist, keine Zauber wirken. Wie kann ich helfen? Gut, ich hätte dann noch Böses niederstrecken gehabt. Kann ich helfen? Vita Mortis.
dein Befehl. Es soll geschehen. Okay, noch ein niederer Schatten. Die Seite Bronzestall steht eine in Ruhm gehüllte Figur da. Ja, hier ist Gräser Lacktsgruft. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich schon recht angeschadet. Wo Feind? Da Feind. Schande, dass wir gewalttätig werden müssen.